Vanuatu ist ein Südseeparadies. Blaues Meer mit exotischen Fischen und Korallen, Traumstrände und dahinter ein tropischer Regenwald mit Überfluss an Früchten. Überall freundliche Gesichter. Zu Recht, denn die Bevölkerung der Ni-Vanuatu stand mehrere Jahre an erster Stelle des weltweiten Glücksindex. In beeindruckender Genügsamkeit sind sie dankbar für das, was die Natur ihnen schenkt. Die 83 Inseln, von denen 67 bewohnt sind, liegen irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschi-Inseln. Genau da, wo wir denken, dass das Ende der Welt sein muss. Die meisten der knapp 290.000 Einwohner leben in kleinen Dörfern, von denen manche nur vom Meer aus oder über schmale Pfade durch den Regenwald erreichbar sind. Die Hauptstadt Port Vila auf der Insel Efate ist Anziehungspunkt für viele Menschen von anderen Inseln auf der Suche nach Arbeit. Kinder und Jugendliche gehen für die weiterbildende Schule oder für das Studium dorthin. 1980 wurde Vanuatu unabhängig. Seit 1887 hatten Frankreich und Großbritannien das Land unter dem Namen Neue Hebriden verwaltet. Weltweit ist Vanuatu das Land mit der höchsten Sprachendichte. Aktiv werden noch mehr als 100 Sprachen gesprochen, teilweise nur von wenigen 100 Menschen. Für die nationale Einheit ist die gemeinsame Sprache Bislama wichtig. Diese Kreolsprache ist in der Zeit des Kolonialismus entstanden, als viele Menschen von verschiedenen Inseln zur Arbeit in den Plantagen gezwungen wurden. Das Nationalmotto Long God Yumi Stanap bedeutet: Mit Gott bestehen wir. Der christliche Glaube prägt die Lebenswirklichkeit in Vanuatu. Die Kirche genießt einen hohen Stellenwert. Die Menschen in Vanuatu pflegen ihre Bräuche und sind stolz auf das Wissen, das ihnen ihre Vorfahren überliefert haben. In vielen Dörfern leben die Menschen noch traditionell und sehr im Einklang mit der Natur. Sie ernähren sich von dem, was der Regenwald ihnen an Früchten schenkt und was sie im Meer fangen. Rund 80% der Bevölkerung leben von Subsistenzwirtschaft. Das heißt, sie versorgen sich selbst, ihre Familie oder eine kleine Gemeinschaft. Vanuatu besitzt keine Bodenschätze. Eine der Haupteinnahmequellen des Landes ist der Tourismus. Gerne wird das Land als eines der letzten Paradiese dieser Welt angepriesen, auch weil es dort keine gefährlichen Tiere, keine giftigen Schlangen oder Skorpione gibt. Doch es gibt auch die Kehrseite. Vanuatu ist weltweit das Land, das am stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Verheerende Zyklone schlagen dort immer häufiger auf. Im März 2015 tobte der Zyklon Pem mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 Stundenkilometern über Vanuatu und zerstörte innerhalb von einer Nacht schätzungsweise 90% aller Häuser. Im April 2020 wütete der Zyklon Harold auf den nördlichen Inseln. Als besonders schwerwiegende Folge des Klimawandels gelten die veränderten Regenmuster. Die Durchschnittstemperaturen steigen und insgesamt fällt weniger Regen. Das führt bereits jetzt zu Ernteausfällen. Andererseits kommt es immer wieder zu extremem Starkregen, der alles überschwemmt und große Schäden anrichtet. Für Frauen ist das Leben in Vanuatu sehr schwer. Laut einer Umfrage haben 2/3 aller Frauen bereits Gewalt erlebt, 20% davon mit bleibenden Schäden.
Die patriarchalen Strukturen ordnen Frauen den Männern unter. Frauen sind dafür verantwortlich, dass es den Männern gut geht, dass die Familie zu essen hat. Sie sorgen dafür, dass Obst und Gemüse wachsen und verkaufen auf dem Markt, was sie erübrigen können. Auch sind die Frauen dafür verantwortlich, dass die Familie das Schulgeld für die Kinder zahlen kann. Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu die Frage zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? 1946 wurde in Vanuatu zum ersten Mal der Weltgebetstag gefeiert. Das Team bilden heute presbyterianische, katholische und anglikanische Christinnen, zusammen mit Frauen aus der Kirche der Siebenten Tag Adventisten, der Assembly of God, der Church of Christ und der Apostolischen Kirche. Die Frauen, die an der diesjährigen Liturgie mitgearbeitet haben, hoffen, dass der Weltgebetstag 2021 die Stimme der Frauen in Vanuatu hörbarer macht. Deshalb laden uns die Frauen aus Vanuatu ein, an Althergebrachtem zu rütteln, uns neu zu gewissern, ob das Haus unseres Lebens auf sicherem Grund steht oder ob wir nur auf Sand gebaut haben. Deshalb feiern wir Gottesdienst am 5. März über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg und stimmen den Lobgesang auf Gottes wunderbare Schöpfung an und bitten um Frieden.